Jo Leute, mal ein anderes Video. Und zwar wurde ich von dem guten Swordy, Link in der Beschreibung, wurde ich getaggt. Ja, was taggen ist, irgendein YouTuber macht ein paar Fragen und schickt die an einen anderen YouTuber und die müssen mir dann beantworten oder weiterschicken und so weiter. Also wie so ein Kettenbrief kennt man ja. Und ja, und jetzt wurde ich zum ersten Mal in meiner YouTube-Karriere getaggt und habe 10 Fragen bekommen und die werde ich jetzt einfach mal beantworten. Ja. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Wie bist du dazu gekommen, Let's Player zu werden? Ja, die Frage stellt man doch bestimmt jeden Let's Player, oder? Ne, also bei mir war es so, ich habe früher mal Fable 2 gezockt auf Xbox und dann kam ich nicht weiter und dann habe ich einfach mal ganz bescheuert bei YouTube angegeben, Fable 2 Tipp. Dann kam da das Let's Play von den guten CK. Habe ich mir angeguckt und dann dachte ich mir, ach, das kannst du doch auch zocken und dabei labern, das ist doch richtig spaßig. Und dann konnte ich es aber nicht machen, weil ich so einen Drecks-PC hatte. Ja, so einen richtig üblen Drecks-PC, der nichts kann. Und dann irgendwann später habe ich einen neuen PC bekommen und habe mir gedacht, ey, jetzt kannst du ja aufnehmen. Habe mir dann die Programme alle besorgt, die ich dafür brauche und erstmal so Tutorials angeguckt, wie man überhaupt so ein Let's Player wird. Und dann habe ich einfach mal aufgenommen und dann ging das alles. Ja, und so bin ich eigentlich zum Let's Player geworden. Das war's zu der ersten Frage. Dann zur zweiten Frage. Welches deiner eigenen LPs gefällt dir am besten und warum? Ja, am besten gefällt mir eigentlich mein League of Legends Projekt, weil da auch andere Leute mitmachen. Das ist dann cooler und spaßiger, wenn mehrere Leute mitkommentieren. Und ja. Dann Pokémon Smaragd habe ich gern gespielt, weil ich das halt früher als kleines Kind richtig, richtig gesuchtet habe und jetzt nach Jahren mal wieder gespielt habe und es hat mir wohl Spaß gemacht. Und was war noch gut? Ja. Ach genau, VVV hat mir auch sehr gut gefallen, ein sehr, sehr tolles Indie-Game. Und ja, das waren eigentlich so die drei. Ja, eigentlich gefällt mir alles, weil sonst würde ich es ja nicht Let's Playen, aber die drei am besten. Dann die dritte Frage, was war dein erstes PC-Konsolen-Game? Also mein erstes PC, also mein erstes Konsolen-Game war Yoshi's Island. Das war auch das Spiel, was ich zuerst Let's Played habe. Ja, hat gut gepasst. Es war halt so, meine Eltern hatten früher eine SNES, also so eine Super Nintendo, und da haben sie mal gezockt, dieses Spiel Yoshi's Island. Und da habe ich immer zugeguckt und dann auch mal mitgespielt. Und das war halt so mein erstes Spiel und ja. Jetzt ein etwas, wo ich dich richtig lange drüber reden kann, und zwar deine Top 3 der jeweils besten plus schlechtesten Spiele und warum. Ja, also Platz 1 der besten Spiele, meiner Meinung nach, ist Shadow of the Colossus. Wer es nicht kennt, ja, es ist für die PS2 und hat den Titel Das emotionalste Spiel aller Zeiten. Ja, es hat halt den Titel und ist von den Machern von Ico gemacht worden. Und im Spiel muss der Spieler 16 riesige Kolosse finden, auf sie draufklettern und die dann töten. Ja. Ich finde, es macht alles richtig, was Atmosphäre angeht, was Gameplay angeht, was Steuerung angeht. Es ist ein super Spiel und was auch sehr gut beim Spiel ist, ist, dass die Gegner so schön sind, finde ich. Man ist es ja gewohnt, jahrelang gewohnt, dass die Gegner hässlich und scheiße und sonst was aussehen. Aber in diesem Spiel kommt manchmal echt irgendwann mal der Punkt, wo man sich denkt, ey, ich habe mir keinen Bock, den zu töten. Und wenn man dann auch sieht, wie er so zusammenfällt, wenn man den getötet hat, dann fühlt man sich irgendwie komisch, weil man sie ja eigentlich grundlos killt und die haben einem nichts getan und die greifen mich auch erst an, nur dann, wenn ich sie auch angreife. Also ganz, ganz komisch. Und das Spiel ist auch leer, also diese Leere in diesem Spiel, die man bemerkt, indem man 12 Stunden einfach mit seinem Pferd rumreitet und nach den Kolossen sucht, war ein großer Kritikpunkt von den meisten Leuten. Also die fanden das scheiße. Aber für mich war das irgendwie genau richtig, weil das genau gepasst hat zum Spiel und ich weiß nicht, ich fand es richtig cool. Und ja, außer mir, dem Helden, dem Typen da im Spiel und dem Pferd, auf dem man reitet, sind die Kolosse dann noch die einzigen Lebewesen im gesamten Spiel. Hört sich erstmal gar nicht mal so cool an, aber das passt echt wirklich.
Ich kann noch viel mehr drüber erzählen, aber Fakt ist, es ist gut, geile Atmosphäre, sehr emotional, super Spiel und ja, Punkt. So. Dann mag ich gerne ja, Rollenspiele allgemein mag ich noch. Ja, Rollenspiele allgemein, halt so auf seinen Charakter aufleveln, Sachen sammeln und extrem lange Spieldauer und geile Zwischensequenzen, sowas wie, welche Spiele fallen mir da auf Anhieb ein? Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs heißt es, glaube ich. Ein paar Final Fantasy Teile, Kingdom Hearts und so weiter alle. Und ja, ich finde es halt besser so zu spielen mit dem Sammeln und so weiter, als wenn man, als wenn es darauf ankommt, wie du spielst, also mit der Steuerung, wie du spielst, ob du eine gute Steuerung beherrschst, und das dann halt zum Sieg führt. Also ich finde das besser, wenn man durch das Sammeln, was man gesammelt hat, dann auf die Probe gestellt wird mit den Endgegnern und so weiter. Schwer zu erklären, egal. Halt Rollenspiele. Und dann auch, ja, Ego-Shooter spiele ich auch gerne. Beziehungsweise Third-Person-Shooter, so wie Dead Space. Und dann auch Ego-Shooter wie Bioshock 1 und 2. Halt so Spiele mit einer düsteren Atmosphäre, wo man richtig Angst bekommt, so richtige Horror-Games. Im First-Person-Look. Und ja, das waren eigentlich so meine Top 3 Spiele. Shadow of Colossus, dann Rollenspiele allgemein und so Ego-Shooter. Ja, schlechte Spiele jetzt. Schlechte Spiele kann ich jetzt nicht so genau nennen. Außer vielleicht ein paar Simulationen. Die ganzen Simulationen kennt man ja. Landwirtschaftssimulator, Bauernsimulator, was gibt's da alle? Ey? Das ist doch unnütz, sowas. Ja, vielleicht sowas wie Sims mag ich auch nicht. Und FIFA, außer jetzt mit mehreren Leuten, da macht FIFA wohl Bock. Und ja, sonst. Ganz ehrlich, Leute, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Spiel, das beschissen endet. Ist echt so. Ich kenne manche Leute, ich kenne ein paar Freunde von mir, die spielen den Endgegner nicht mehr, weil das Spiel dann behauptet, es sei fertig, vorbei. Obwohl man doch eigentlich viel lieber weitergespielt hätte. Ja, und die sind so drauf. Ich persönlich spiele das immer zu Ende. Eigentlich, weil ich bin zu neugierig irgendwie. Aber es gab nur wenige Spiele, die eine so geile Geschichte hatten, wo ich dann auch Lust hatte, das Ende zu erfahren. Das war echt so. Aber naja. Manchmal ist es echt so, dass man sich am Ende ärgert, das Spiel überhaupt angefangen zu haben, obwohl das Spiel an sich eigentlich gut war. Aber ja, bei mir kommt der Anreiz halt erst dann, ein Spiel durchzuspielen, wenn mich das Spiel bis zu einem bestimmten Moment packt. Und ja, allgemein muss das Ende geil sein, es muss super sein, es muss einen herausfordern, es nochmal zu spielen, weil es irgendwie einen wieder Bock gemacht hat auf den Anfang oder irgendwie sowas. Aber halt, Spiele mit schlechten Enden mag ich gar nicht. Dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, will es auch nie wieder spielen. Ja, dann, ja, das war's eigentlich zu der Frage. Ja. So, mir fallen jetzt keine richtigen Spiele ein, wo ich das so beweisen kann mit dem Ende. Aber halt, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Dann Frage 5. Was war Frage 5? Genau, welchen anderen LP an, YouTubern schaust du gerne zu? Oh, das sind einige, das sind viele. Ich habe mir ein paar notiert hier, bevor ich sie vergesse. Und zwar Benny Talent TV, das ist ein Kerl aus so einer Musikband und der macht halt so Vlogs und ach, keine Ahnung, irgendwelche Videos, Musikvideos, irgendwas auf YouTube. Müsst ihr mal eingeben und suchen. Benny Talent TV, so wie es gesprochen wird. Dann gucke ich gerne Herr DK als Let's Player, beziehungsweise der DK als Vlogger und ja, YouTuber, normalen YouTuber. Dann gucke ich gerne Filmkritik TV. Ja, der gute alte Frank Tausch macht immer so Film-News für den neuesten Kinofilm und so weiter. Das interessiert mich doch sehr und ja. Dann auch ein Let's Player, den ich gerne gucke, ist iCrawl TV. Nicht so bekannt, aber ich mag ihn. Müsst ihr auch mal gucken. YouTuber noch, LeFloid, genau, LeFloid gucke ich gerne, der macht gute Videos, finde ich. Looks Like Link gucke ich gerne, Sips LP gucke ich gerne, Table Tennis Gamer gucke ich gerne. The Parappa, den kennen vielleicht nicht viele von euch, der macht so Videos über alte, ältere Spiele von damals.
Dann gucke ich gerne Team Pwnage bei. Die machen nur League of Legends Videos, aber richtig, richtig gute. Dann gucke ich Lucifer gerne, der macht Rollenspiele-Let's Plays, der ist auch in meiner Abo-Box zu sehen. Und ja, dann noch also allgemein meine YouTube-Homies, VIP Games, White Feelings, Nightmares IPs, Boombeers, Sweet Ice-T und so weiter. Entschuldigung, wenn ich einen vergessen habe, der soll sich bitte melden. Und das war's halt zu meinte Frage 5. Dann Frage 6. Welche Musik, Filme, Serien schaust du gerne? Na, Musik, ach Gottchen, ey. Musik habe ich alles Mögliche in meinem Leben schon gehört, ey. Was höre ich? Ich höre Post-Hardcore, ich höre Metalcore, ich höre aber auch richtig guten Hip-Hop mit guten Texten. Ich höre seit neuestem auch Dubstep beim Zocken. Eigentlich höre ich alles und ja, alles Mögliche. Ich finde auch, es gibt in jedem Genre, Musikgenre, Gutes und Schlechtes und ja. Dann Serien gucke ich gerne. Also meine Lieblingsserien sind Scrubs, Prison Break. Prison Break kennt, glaube ich, auch jeder. Da geht es halt so um Gefängnisausbruch und so in 4 Staffeln, glaube ich. Dann die Serie 24 ist nicht so bekannt, glaube ich, bei den meisten. Ist halt so eine Echtzeitserie, wo eine Folge 1 Stunde dauert und eine Staffel ist ein Tag und so. Ganz kompliziert zu erklären. Und dann Supernatural gucke ich noch gerne an Serien und ja, das war's eigentlich mit den Serien. Dann Filme. Filme, ja, Filme gucke ich auch alle möglichen Arten, Komödien wie Hangover und so weiter. Hangover finde ich richtig cool. Habe ich auch sehr oft schon gesehen. Dann Horror, wobei ich bei Horror eher die Splatter-Horror-Filme mag, sowas wie Saw und die ganzen komischen typischen Horrorfilme wie Killer und Teenie und Wegrennen die man schon, wo man schon erahnen kann, was passiert und so, die mag ich nicht so gerne. Dann so Roadmovies mag ich gerne, sowas wie Männertrip oder Roadtrip oder Stichtag, halt so Roadmovies, wo die Protagonisten von einem Ort zum anderen fahren und dann halt was erleben und so, sowas finde ich immer sehr nice. Ja, Actionfilme gucke ich auch gerne, wie Fast Furious und so und die ganze Reihe und The Fighters und so weiter. Dann auch allgemein Filme mit guter Story. Drama-Filme, Blood Diamond kennt jeder, Good Will Hunting, Will Smith-Filme. Und halt so allgemein, ach, alles Mögliche. So, das war's auch zu der Frage, glaube ich, jetzt. Frage 6. So. Frage 7. Welche Konsolen besitzt du plus welche davon findest du persönlich am besten? Was besitze ich? Ich besitze die Nintendo Wii, die Xbox 360, die PlayStation 2, die PlayStation 3. Die Nintendo 64, die Nintendo GameCube, die Nintendo Super Nintendo Dingsda-Bumster SNES. Was findest du persönlich am besten? Ja, das ist tatsächlich die SNES, weil da saß ich in meiner Zockerzeit am meisten dran. Gab's auch die geilsten Spiele, ey. Ich habe früher so gesuchtet das Teil, ne, bis es kaputt gegangen ist, ey Leute. Und ja, und von den heutigen finde ich die Xbox eigentlich am besten. Und ja. Dann Frage 8. Was ist dein Lieblingsessen und dein Lieblingsgetränk? Ja, Getränk, Energy Drinks wie Rockstar oder Monster Energy, sowas. Oder so, ja, Cola Sprite, ganzen Standardsachen. Wenn man mal die alkoholischen Dinge nicht mitzählt. ja. Dann Essen, Lieblingsessen ist eigentlich Fast Food. Mc's, Pizza, Burger und dann aber auch normales Essen wie Nudelauflauf. Ja, sowas mache ich auch gerne. Dann die vorletzte Frage. Was macht dich aggressiv? Ja, genauso ist es geschrieben, Leute. Mit 1000 A's, mit 1000 E's und 1000 I's und bla bla bla. Ja, was macht mich aggressiv? Dumme Fragen. Richtig dumme Fragen. Also nicht dumme Fragen, sondern richtig dumme Fragen. Also wenn mich jemand was Dummes fragt, dann antworte ich wohl noch, aber wenn mich jemand was richtig Dummes fragt, dann bin ich aggressiv. Und dann auch halt Leute, die sich eine falsche Meinung über etwas bilden, obwohl sie keine Ahnung haben, sowas hasse ich ja richtig, richtig derbe. Und ja, was noch? Das macht mich aggressiv. Musikfaschismus, ja, was ist das? Also Leute, die gegen eine bestimmte Musikrichtung was haben, ja, ich finde, wie gesagt, es gibt in jeder Musikrichtung Gutes und Schlechtes. Und deswegen
mag ich so Leute nicht, die einen Hass auf Hip-Hop haben oder einen Hass auf Rock oder einen Hass auf Techno oder irgendwie was. Und deswegen mag ich das nicht. Und ja, sonst fällt mir eigentlich nichts ein, was mich gerade aggressiv machen könnte. Wenn mein PC abstürzt, wenn er Bluescreens bekommt, wenn ich ein Virus habe und die ganze Kacke, dann werde ich auch aggressiv. Ja, dann die letzte Frage. Finde abschließende Worte für deine Zuschauer und tagge 1 bis 3 weitere YouTuber. Ja. Ich darf auch taggen, das ist ja nice. Also abschließende Worte. Mir hat Spaß gemacht, ein paar Fragen zu beantworten. Wenn ich taggen werde, ich werde meine ganzen Kumpels da taggen, VIP Games werde ich taggen, White Feelings werde ich taggen, den Boombear werde ich taggen, Nightmares LPs werde ich taggen und ja, das waren 4 oder 5, egal. 3 Stück werden davon wohl ein Tag-Video auch hochladen, dann bin ich zufrieden. Und ja, das war's mit meinem Tag-Video. Hoffe, es hat euch gefallen, ihr seid schlauer geworden, ihr kennt mich jetzt ein bisschen näher, besser, was auch immer. Und vielleicht könnte ich sogar als irgendwann mal als ein Abo-Special ein FAQ machen, wo ich eure Fragen dann beantworte. Müsst ihr mal unter den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wollt. Also, mir ist es egal, ich kann es machen, ich mach's gerne. Also Fragen beantworten. Und ja, das war's dann für diesem Video und bis zum nächsten Let's Play Part, sag ich mal. Bis dahin, tschüss.